Flugzeuge, Panzer und Kriegsschiffe nicht einsatzbereit, Ersatzteile fehlen, Instandsetzungen verzögern sich. Vor allem bei den fliegenden Verbänden leidet deshalb die Ausbildung. Der Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels malte bei der Vorstellung seines Jahresberichts für 2018 ein düsteres Bild. Eine Trendwende sei noch nicht zu spüren, es sei nicht Frühling, sondern immer noch Winter, so Bartels. Ein Hauptkritikpunkt der Soldatinnen und Soldaten bleibt die materielle Einsatzbereitschaft. Im fünften Jahr nach dem Epochenjahr 2014 sind unsere national beschlossenen Trendwenden ganz überwiegend noch nicht spürbar. Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort. Besorgt äußerte sich Bartels auch über den Personalmangel bei der Bundeswehr, der die Truppe altern lasse. Zwar solle die Zahl der Soldaten bis 2025 von derzeit rund 180.000 auf knapp 200.000 wachsen, aktuell seien aber gut 20.000 Offiziers- und Unteroffizierstellen nicht besetzt. Die Zahl der neu eingetretenen Soldaten sei 2018 auf ein Rekordtief von 20.000 gefallen, 3.000 weniger als im Vorjahr. Zugleich wachse die Bürokratie. Unsere Bundeswehr, wie ich sie im Moment erlebe, leidet an Unterbesetzung und gleichzeitig an Überorganisation. Zu viel Arbeit wird doppelt getan oder gegeneinander. Zu viel Arbeitszeit muss an schlechte Strukturen verschwendet werden. Und dabei ist auch nicht immer jedes teure Digitalisierungsprojekt eine Hilfe. Bartels forderte ein Sofortprogramm, um zumindest die größten Mängel bei der persönlichen Ausstattung der Soldaten zu beheben. Selbst bei solchen Dingen wie Helmen, Stiefeln und Schutzwesten sei noch viel zu wenig da, um jede Soldatin und jeden Soldaten gleichermaßen zu versorgen.